Team SCB Ulm gegen Wuppertal HSV, welches wir mit 13:0 gewinnen konnten. Bei mir sind wie immer die beiden Cheftrainer und wie immer der Gästetrainer zuerst davor, in diesem Fall Ersan Palatan. Ja, erstmal natürlich hallo in die Runde von mir und herzlichen Glückwunsch für den verdienten Sieg für SCB Brück und auch den Trainerkollegen. Ich kann mich nur bei unseren Fans entschuldigen für den Auftritt heute, wo wir in keinster Weise ab dem Gegentor Widerstand gezeigt haben und auch davor war es nicht das, was ich mir vorgenommen habe oder was wir uns vorgenommen haben und was wir eigentlich umsetzen wollten auf dem Platz und auf dem Gegner, der, ja, wie schon vorher gewusst, eine gute Rückrunde bis jetzt gespielt hat und dementsprechend auch gewisse Tugenden an den Tag legt, um erfolgreich Fußball zu spielen. Und wir haben es in der ersten Halbzeit, konnten wir gegenhalten, das hört sich bitter an. Und in der zweiten Halbzeit dann auch mit diesem 0:1 sind wir dann wieder in gewisse Muster verfallen. Und für mich ist das unverständlich, weil wir darauf hingearbeitet haben, gewisse Sachen den Spielern nahegelegt haben, auch gewisse Statistiken ihnen nahegelegt haben, um einfach dieses Bewusstsein zu haben gegen Mannschaften, die, ohne es jetzt abwerten zu wollen, ich habe gesagt, dass SC Wien Brück eine tolle Rückrunde bis jetzt spielt, aber einfach, dass wir da gewisse Tugenden auf den Platz bringen müssen, um hier als Sieger vom Platz zu gehen. Und das haben wir in keinster Weise geschafft. Bis jetzt haben wir es immer so gemacht, dass wir den Spielern den Rücken gestärkt haben, auch uns davor gestellt haben. Aber ich habe es auch im Kreis dann gesagt, mit der Leistung, die wir heute gebracht haben, wir eingeschlossen als Trainerteam, kann man sich nur entschuldigen. Das ist ein bitterer Nachmittag für mich, weil ich in der Art und Weise von der Mannschaft das so nicht gesehen habe. Und jetzt das zweite Mal nach dem Wegwerksspiel ist das einfach nur bitter, ein anderes Gesicht zu sehen als Trainer, seitdem ich hier bin. Und das tut weh, aber das ist dann halt so. Da muss man auch als Trainer seine Lehren draus ziehen. Und nochmal herzlichen Glückwunsch für die. Ja. Vielen Dank. Dann das Fazit zum Spiel von unserem Cheftrainer Daniel Brinkmann. Ja, hallo zusammen und danke für die Glückwünsche. Nehme ich heute sehr, sehr gerne entgegen. Bin der Meinung, dass wir über 90 Minuten einen verdienten Sieg hier geholt haben. Wir haben unheimlich viel investiert. Wir sind den Gegner pausenlos hoch angelaufen, haben hoch gepresst, haben frühe Ballgewinne gehabt, haben dann auch in den Umschaltphasen gut Fußball gespielt, waren, wenn man die Holprigkeit des Platzes ein bisschen berücksichtigt, haben wir es teilweise wirklich mit sehr viel Dreieckspiel, Doppelpässen immer wieder das Spiel nach vorne gebracht, ohne die klaren Torchancen in der ersten Halbzeit zu haben. Haben dann einmal Glück, glaube ich, bei der Flanke, wo Benchop da nicht rankommt, der hinten noch an die Latte fliegt. Aber schlussendlich finde ich schon, dass wir in der ersten Halbzeit auch über große Teile beherrscht haben, mehr Ballbesitz gehabt haben, wobei das nicht immer heißt, dass man dann besser ist. Aber es war so. Und in der zweiten Halbzeit, wir haben uns in der Halbzeit einfach gesagt, so der Status quo heute ist, dass bis jetzt hier zwei Mannschaften, die mit unterschiedlichen Vorzeichen hier angefangen haben zu spielen, dass es so aussieht, dass wir gerade stärker sind. Und dann habe ich den Jungs auch gesagt, wir gehen jetzt nicht raus und wollen das Unentschieden verteidigen, sondern wir wollen das Spiel gewinnen. Und genau das habe ich den Spielern mitgegeben und die Jungs waren heiß. Ich habe das gesehen, die wollten unbedingt wieder raus und wollten in der zweiten Halbzeit dann entsprechend das Spiel krönen. Und so ein Tor ist dann immer ein Dosenöffner. Auch mal heraussehen muss man Mats Pannewig, der jetzt 4 Tore in 2 Spielen gemacht hat. 19 Jahre alt, kommt aus einer Verletzung und macht seine ersten Seniorenspiele. Ein toller Fußballer, den ich aber trotzdem nicht in Ruhe lassen werde und weiter fordern werde, definitiv. Aber auch unsere Abwehrreihe, wenn man das mal so beschreibt als Kinderriegel, wie es in der Vergangenheit schon mal tituliert wurde, mit Böhmer, Amedik und Hüding. Einfach sehr gut, sehr stabil und da ist es sehr schwer, uns zu bespielen. Und ich kann nur sagen, ich bin sehr, sehr stolz auf die Mannschaft. Wir haben heute einen super Heimsieg eingefahren und können alle glücklich nach Hause gehen. Ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende und hoffe, dass wir uns dann in 2 Wochen, in den 3 Wochen gegen Schalke wiedersehen. Alles klar. Dankeschön. Vielen Dank. Dann gibt es Fragen zum Spiel? Dem scheint nicht so, dann schließe ich die Pressekonferenz und wünsche unseren Gästen einen reinfahren.